Der Mann mit dem Koffer ist da, Stefan Ganz. Herzlich willkommen zur ganz heilen Welt. Freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier im Studio jetzt sehen. Was ist denn da drin? Jetzt sag doch mal. Also erstmal insgesamt ganz viele positive Geschichten. Das ist ja der Zweck dieser halben Stunde, ein bisschen Optimismus zeigen. Es gibt ja doch die positiven Geschichten. Und dieser Koffer ist sozusagen das Symbol dafür, dass dieser ja eigentlich amerikanische Mythos vom Tellerwäscher, also mit nichts ganz groß rauskommen zum Millionär oder zumindest zum sehr erfolgreichen Unternehmen, dass das funktioniert. Ich habe zwei Beispiele. Eins aus Thüringen, eins aus Sachsen. Und dann werden wir uns auch mal diesen Koffer nähern. Also noch Geheimnis, sagst du? Noch Geheimnis. Okay, noch ein Geheimnis. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann starten wir mal in Ostthüringen. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Nein, das ist keine Fata Morgana. Das hier ist der wahrscheinlich exzentrischste Firmensitz im Osten. Hier will jemand ein dickes Ausrufezeichen setzen. Das ist doch mal gewaltig, oder? Das hat was von Las Vegas, irgendwie auch von Dubai, aber es liegt Schnee. Wir sind in Altenburg und ich finde, das ist ein gutes Symbol dafür, dass hier jemand anscheinend auf eine Goldader gestoßen ist. Was für ein Palast. Rein ins edle Gemäuer. Dieser Prachtbau bringt Glanz in das Industriegebiet am Rande der Stadt. Die Firma, die hier residiert, ist nach eigener Aussage Weltmarktführer. Ich bin mit einem der beiden Geschäftsführer, mit dem 32-jährigen Stefan Grund, verabredet. Jetzt decken wir die Karten auf und verraten, womit hier Geld verdient wird. Was steckt im Koffer? Genau. Im Koffer steckt ein Bodenscanner. Ja, der Rover C4. Damit können Sie in die Erde reinschauen, bis fast zu 20 Metern. Und können das, was Sie sehen, dann in 2D und in 3D praktisch visualisieren. Wollen wir mal zusammenbauen? Wer kauft sowas? Gerne. Und zu welchem Zweck eigentlich? Unsere Geräte werden vermehrt von Schatzsuchern gekauft. Und Schatzsucher gibt's auf der ganzen Welt. OKM-Detektoren heißt die Firma und die operiert weltweit. Have a look at our best treasure hunting equipment and start finding treasures right away. Produziert wird das Equipment für Schatzsucher nahezu komplett in der Altenburger Pyramide. Von der ersten Idee über die Elektronik bis zur IT. Hier ist unter einem Dach alles konzentriert, auch weil die Angst vor Produktpiraterie groß ist. Das hier kommt alles aus Altenburg. Legen wir mal los. Ja. Was haben Sie da zu bieten so? Also das ist unser Hobby-Schatzsuchgerät. Ich sehe hier wilde Flügel, was ist das? Ja, das ist ein Radar. Das wird genutzt, damit Straßenbauer Rohre finden können. Wir gehen auf Schatzsuche und finden heraus, was die alten Tempelritter mit der goldenen Pyramide von Altenburg zu tun haben. Das alles sehen Sie gleich. Was für eine Geschichte, du immer wieder ausgräbst. Verrückt. Aber warum haben die Jungs sich denn da so eine Pyramide hingebaut? Einfach, weil es ein schönes Symbol ist. Nee. Für den Schatzsucher, der im Wüstensand was Altes, was Verborgenes wieder ausgräbt. Und dann war es halt schlicht und ergreifend das Firmenlogo. Und irgendwie liefen die Geschäfte so gut, dass man gesagt hat, okay, da knallen wir uns da halt so eine edle Pyramide hin. Krass. Wahrscheinlich würde die gar nicht so teuer gewesen sein, weil das ja am Ende so eine Stahlkonstruktion ist mit den Glasscheiben dran. Aber das macht aber schon Eindruck. Es ist der Teil durchgezogen. Das muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Also hier der Koffer macht auch Eindruck, mein Freund. Ja? Jetzt mal auf das Ding. Jetzt wollen wir mal wirklich mal reingucken. Da geht es um diese Detektoren. Das ist nur das Einsteigermodell hier. Was? Ja, für Schatzsucher. Sehr edel auch verpackt. Wir nehmen den mal raus. So. Und ich würde sagen, mach mal den Ehering ab. Ich meine? Ja, und ich meine auch. Okay. So. Den packen wir mal dahin und packen auch was drüber. Okay, aber nicht, dass wir die verwechseln dann hinterher, ne? So, und vielleicht noch ein Schlüssel oder sowas. Schlüssel, hast du Schlüssel? Ich habe Kleingeld noch. Schlüssel habe ich noch, ja, genau. So. Du hörst es so. Und der Profi-Schatzsucher erkennt an der Frequenz, ist das jetzt Kupfer, ist das Gold? Ach, wirklich, ja? Wo liegt es? Man kann es festpinnen. Ich bin nun auch nicht so der Profi, ja? Genau. Und im Grunde geht es darum, den Blick in den Boden zu bekommen. Ja. Ja? Und das Verrückte ist, dass dieses Ding dann auch noch Daten ausspuckt. Da können wir mal reingucken. Dann kannst du dir tatsächlich vorstellen. So sieht das aus, wenn ihr im Sportplatz gelaufen. Einfach nur den Sportplatz lang gelaufen und sind da Bahnen lang gegangen. Und jetzt sieht man dann, mit Andreas Kraus, dem Gründer im Übrigen, und solche Daten spuckt dieses Ding aus. Da war ein alter Bahndamm. Unten ist dann also Schrott im Boden, orange und gelb ist Schrott. Und das blaue ist Hohlraum. Ah, okay.
Und solche Modelle spuckt das aus für Schatzsucher und für Archäologen. Und was kannst du mir denn jetzt an der, also blau ist Hohlraum und genau. Also grün ist sozusagen nicht? Eine Erdbewegung, es gab da eine Erdbewegung aha. Drin. Und was ist gelb? Genau. Gelb wird alter Schrott sein, das werden irgendwelche Schrauben oder irgendwelche Bahngleise am Ende. Und wenn man da was Wertvolles findet, wie sieht das dann aus? Dann geht es stark ins Orange und zwar ganz allein und dann kannst du sagen, okay, da ist da vielleicht Gold. Ne? Ach, wirklich? Und natürlich brauchst du auch das Know-how. Das setzt du jetzt auf meinem Ehering eigentlich? Geht auf dein Ehering, welche? Kann ich mir den wieder haben? Danke. Darf ich mal sehen? Ja, gerne. Das ist schicker hier. Ja. Ich habe auch eine tolle Frau, deswegen gibt es auch einen schicken Ehering. Aber bei dir eine ja tolle auch. Frau, ja. Natürlich. Ja. So beide Frauen gelobt, da ist kurz vorm Wochenende, wir kriegen was zu essen ja. Heute Abend. Ganz ähnlich wie in Stolberg stand auch in Altenburg echte Leidenschaft am Anfang einer Erfolgsgeschichte. In einer gigantischen Pyramide residiert die Firma OKM. Sie stellt Metalldetektoren für Schatzsucher her. Gegründet hat sie Andreas Kraus, selbst ein passionierter Schatzsucher. Was für Material hat er? Es geht im Goldbereich rein. Was ihn in den 90er Jahren keine Ruhe lässt, er findet keine Ausrüstung, mit der er wirklich in den Boden schauen kann. Dann habe ich halt die Elektronikbücher gewälzt, wie funktioniert das Prinzip des Radargerätes und habe dann mir selber ein 3D-Radar gebaut. Das gab es damals noch nicht. Ja. Und wie es der Zufall will, wir haben das mit. Nehmen Sie mal in die Hand und erzählen Sie uns mal, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie hier diesen ersten Versuch in der Hand halten. Ja, da ist man schon stolz. Ja. Ja. Dieser Prototyp war der Anfang. Mit Geschäftspartner Ingolf Müller gründet er die Firma Ortungstechnik Kraus Müller, kurz OKM. Ingolf Müller ist inzwischen ausgeschieden. Kraus macht weiter. Einmal Schatzsucher, immer Schatzsucher. Auf dem Blog der Firmenseite werden die Funde seiner Kunden akribisch festgehalten. Das sind ja nicht nur die Schatzsucher, sondern auch die Archäologen. Haben Sie da ein aktuelles Beispiel, was mit solchen Geräten gefunden wurde? Ja, wir waren vor kurzem mit Archäologen in Polen suchen. Und unter anderem war dort so eine alte Kapelle, also eine alte Kirche von den Tempelritter. Und dort drin haben wir dann auch eine Messung gemacht und haben dann festgestellt, dass in der Kapelle, in der Kirche, unten drunter Gräber liegen. Was die Bodenanalyse vermuten ließ, bestätigte sich. Die Archäologen konnten alte Grabstätten sicherstellen. Und Andreas Kraus wird weiter mit seinen Detektoren in den Boden schauen und weiß so selbst am besten, was seine Kunden wollen. Eine echte Erfolgsgeschichte aus dem Osten. Sicher nicht die einzige, aber in Altenburg glänzt Erfolg vielleicht ein bisschen mehr. Gerade mal, ich glaube, hier hat jemand hier könnte irgendwas liegen. Brauchen eine Spitzhacke. Ja. Gib einmal René Kindermann ein Spielzeug. dann nimmt es nicht aus den Händen. Ehering nochmal? Ehering. Aber es ist schon krass, ne? Das ist schon ein tolles Gerät. Und der Profi hört und stellt sich schon vor, was unten ist. Ne? Achso, die hören das wirklich an ja, dem. Ja, genau. Die wissen dann, da liegt irgendwie quer so ein bisschen Schrott, 50 cm unten drunter dann was anderes und dazu dann die Visualisierung und das macht es dann am Ende. Aber ja. Wo wird denn das Gerät oder diese Geräte ja am meisten verkauft? Haben die das gesagt? Ja, in der arabischen Welt tatsächlich. Ja, ja, es gibt eine Außenstelle Dubai, die haben uns auch ein paar Bilder zugespielt, können wir uns gerne mal anschauen. Ja, sozusagen die Verkaufsmannschaft von denen losgezogen, das ist quasi irgendwo außerhalb von Dubai. Und es ist tatsächlich in diesem Kulturraum wohl komplett Volkssport, loszuziehen und zu schauen, was da in der Erde steckt. Das ist ja eine sehr alte Kultur, da steckt viel wahrscheinlich in der Erde. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Vorsicht, wenn man hier mit dem Hobby anfängt, sich genau erkundigen, welche rechtlichen Gegebenheiten es gibt. Es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bayern ist wohl sehr liberal, aber da bitte absichern, bevor man loszieht. Ne? Im Sinne, dass man die Dinger gar nicht benutzen darf oder im Sinne, was man findet? Im Sinne, was man findet. Es geht ja um Bodendenkmäler dann sozusagen. So. Und da muss man wirklich sich genau erkundigen. Damit man Zweifel da immer im Land. Ja. Am Strand langziehen ist wohl erlaubt. Das geht. Das soll wohl gehen. Und sag mal, wenn man, gibt es denn da so Ideen oder Größen? Und wenn man da so, ich sag mal, Kühlungsborn jetzt, sag ich mal, wenn man da mal so abends lang geht, so, da liegt ja bestimmt noch ein bisschen was rum, oder? Was man da so findet? Ja, also der Seniorchef sagte mir, wenn du an einem vollen Strandtag abends losziehst, dann hat man wohl das Urlaubsquartier schnell drin. Wirklich? Also wir reden da über Hunderte von Euro? Naja, 100 vielleicht. Oder aber immerhin. Überleg mal. Also da liegt wohl wahnsinnig viel. Natürlich auch viel Schrott. Ne? Naja, gut, das stimmt. Aber der Profi hört dann, oh, das ist ein Grund, Korken, nee, mal lieber weiter. Es ist faszinierend. Also ich kann mir schon vorstellen, warum einen das packt. Ja? Was kosten denn die Dinger? Also das ist ja die spannende Frage. Das ist das preisgünstige Schnäppchen zum Einstieg und dann merkst du auch, in welche Region das geht. 4.600 ohne Steuern. 4,6? Plus Mehrwertsteuer? Genau.
Ja. Und was kosten die, die teuren Dinge? Es geht rauf, es hangelt sich rauf bis auf fast 30.000 Euro. Ja. Für Spezialgeräte für Firmen, die wissen wollen, was für Hohlräume sind denn jetzt quasi auf der Baustelle da unter uns. Oder Wassersuchen ist auch ein großes geht auch Thema. Damit. Also nicht mit dem, es geht aber da Spezialgeräte, ja. Also stark. Ja. Also das war wirklich wieder eine wundervolle, ganz heile Welt, muss ich sagen, Stefan. Hat so großen Spaß gemacht. Das ist ja immer toll, was du so ausgräbst. Und wir haben halt wirklich tolle Beispiele gehabt. Ausgraben. Ist so. Tolle Beispiele gehabt von Unternehmern hier in Mitteldeutschland, die sozusagen wirklich zum Weltmarktführern geworden sind. Vielen Dank, Stefan Ganz, für die ganz heile Welt. Dir ein tolles Wochenende und danke für diese Reporterschätze, die du uns hier immer am Freitag vorbeibringst. Dankeschön. Dankeschön. So.